Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem weiteren Video in der Reihe Im Gespräch mit. Und wie die meisten von euch wissen, dient diese Gesprächsreihe dazu, einfach mehr Informationen zu bekommen über die Leute im Hintergrund sozusagen, hinter den Channelings, den Beiträgen, die im Rahmen des Portals euch präsentiert werden. Das Portal, wie ihr wisst, channeling-portal.de, ist ja die Plattform, von der aus auch der Kongress gemacht wird und auf der ihr auch Online-Kurse inzwischen finden könnt und wo auch jeden Freitagabend eine Live-Meditation stattfindet. Also all das könnt ihr erfahren, gratis natürlich, auf dieser Plattform, wenn ihr darüber informiert sein möchtet, was im Einzelnen da alles in Vorbereitung ist und euch da einklinken möchtet, bitte einfach auf www.channeling-kongress.de gehen und da die E-Mail-Adresse hinterlegen und dann bekommt ihr Newsletter, solange ihr dies möchtet, mit den ganzen Informationen darüber, was euch da so alles Schönes erwartet. Ja, und dies, wie gesagt, ist also ein Video, zu dem ich euch ganz, ganz herzlich begrüßen möchte, der Reihe Im Gespräch mit. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das zeigt, dass ihr Interesse habt an diesem speziellen Thema, denn es würde eine interessante Mischung sein zwischen Geistheilung und Channeling. Denn unser heutiger Gast ist niemand anderer als Horst Krone, der also in ganz Europa seit vielen Jahren als Geistheiler sich schon einen Namen gemacht hat, sehr, sehr bekannt ist, auch international sicherlich schon in vielen Ländern bekannt. Und ihn dürfen wir hier begrüßen, nicht so sehr in seiner Eigenschaft als Gründer zum Beispiel seiner Schule der Geistheilung nach Horst Krone, sondern auch als jemand, der in den letzten Jahren öffentlich gemacht hat, dass er bei seiner Arbeit als Geistheiler auch mit Geistführern arbeitet. Und ja, bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, darf ich dich ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich habe ja die Ehre, dass wir uns schon sehr, sehr lange kennen, lieber Horst. Seit Anfang der 2000er, als ich auch eine Ausbildung bei dir machen durfte und wir eine Zeit lang Gelegenheit hatten, zusammenzuarbeiten. Und jetzt dürfen wir hier dieses Gespräch führen. Danke, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Ja, ich freue mich, bei dir zu sein. Denn ich kann mich noch genau an die Jahre erinnern, als du bei mir warst und du dann ganz sanft angefangen hast, einen Verlag zu gründen. Ja, genau. Da war ich richtig gespannt, was daraus wird. Und du hast es nach meiner Ansicht recht gut gemacht. Und du bist auf diesem Gebiet der Spitzenverlag, glaube ich, geworden in Deutschland. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Das haben wir vorher nicht abgesprochen, dass solche Worte fallen. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Horst. Du hast deine Schule der Geistheilung schon 1998, glaube ich, gegründet. Ne? Ja. Ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Kannst du kurz umreißen, wie es dazu kam und was diese Schule eigentlich macht? Ja, das. Ich bin ja ausgewandert nach Teneriffa schon 1970. 69, 70, den Übergang. Und habe dann hier, ich war damals Kosmobiologe, also habe mich also mit einer speziellen Astrologie befasst und habe ja psychologisches Wissen mitgebracht. Ich war ja Betriebspsychologe. Und ich ging nach Teneriffa und wollte den Sinn des Lebens suchen. Ich wusste nicht, was sinnvoll ist, in dieser Welt zu tun. Das war natürlich damals eine sehr gespannte Zeit. Das war die Zeit, wo der gewisser Langhans da so einige Dinge gemacht und wo dann auch sehr böse Sachen entstanden oder aus irgendwelchen Kommunen und alles. Mhm. Da habe ich dann hier einen guten Gesprächskreis gefunden und später wurde da auch ein Lehrer daraus, der mich eingewiesen hat in die Denkweise für geistiges Heilen. Das hat mich sehr interessiert und dann baute ich mir hier von dem Ersparten, was ich mitbrachte, ein kleines Zentrum auf und lud Leute ein, bei mir über solche Themen zu sprechen. Und so, also alles, was spirituell ist und außersinnliche Wahrnehmung, was ist das eigentlich? Das muss man, 70 gab es keine Bücher darüber. Ein paar aus England kamen, von den ersten Geistheilern aus England. Aber sonst war noch nichts auf dem Markt zu finden. Und da habe ich dann entschlossen,
mich entschlossen, Geistheiler einzuladen, also solche medial begabten Menschen einzuladen. Ich habe gesagt, du kannst bei mir umsonst wohnen, ich besorge dir Patienten, du kannst auch Geld verdienen, aber das Einzige, was ich von dir verlange, ist, dass ich bei jeder Heilung dabei bin. Bei jeder Sitzung, die du machst, bin ich dabei. Ich will wissen, was du machst, wenn du in meinem Haus arbeitest. Das ging dann über Jahre, fast 7 Jahre lang habe ich also aus aller Welt und aus allen Kulturkreisen, von Schamanen bis zu irgendwelchen Gebetsheilern und irgendwelchen rituellen Prozessen alles erlebt und musste zum Schluss feststellen, die Menschen sind nicht klüger als du, die sind nicht gottgläubiger als du, bloß die haben eine Technik oder ein Wissen erlangt auf einem Gebiet, wo du gar keine Ahnung hast. Und das wollte ich wissen, was für ein Wissen das ist. Und da hat mir dann der Zufall geholfen, dass ich einen sehr hochspirituellen Menschen hier auf Teneriffa kennengelernt habe, wo ich das Zentrum hatte. Und das war nichts anderes als der Repräsentant vom Dalai Lama im deutschsprachigen Raum. Ah. Ein Eingeweihter, ja. Also ein Chan-Buddhismus eingeweihter Geistlicher. Und der wurde dann mein Lehrer und der hat mir dann gezeigt, wie man sich so im Bewusstsein verändern lernt, dass man Kontakt bekommt zur geistigen Welt. Denn wenn wir über Geistheilung sprechen, dann ist es nicht einfaches Hand auflegen oder ein paar Gebete sprechen oder positives Denken. Nein, die wahre Geistheilung ist eine Zusammenarbeit mit geistigen Wesen. Wir können sie Engel nennen oder Geistführer oder, wie einige auch sagen, Ärzte aus dem Jenseits. Aber den Zugang muss man sich erarbeiten. Das geht nur über eine Meditation, aber eine ganz bestimmte eingeführte Meditation, die nicht so einfach zu erlernen ist. Man braucht bestimmte innere Wertschätzung, was man da erreichen will. Denn die geistige Welt hat eine höhere Moral und eine ganz andere Ethik, als wir Menschen mit unseren Emotionen haben. Man darf also überhaupt gar keine Emotionen zeigen, nur tiefe Dankbarkeit, dass man den Weg gehen möchte. Das ist also voller Ehrfurcht. Anders geht es nicht, wenn man zu einem Geistführer vordringen möchte oder einen Kontakt zu einem Freund im Jenseitigen aufbauen möchte. Das ist mir dann gelungen, mit einem Heiler, der mich auch seitdem jetzt schon über 40 Jahre begleitet, beim Heilen, mit dem ich Sprechkontakt habe und der mir auch schon viele Durchsagen, auch was in meinen Büchern steht, gesagt hat, was alles so geschieht beim geistigen Heilen, wenn die geistige Welt mitwirkt. Denn dabei entstehen ja immer Regulationen oder Heilungen, die medizinisch und naturwissenschaftlich nicht erklärbar sind. Und später fragte ich dann nach philosophischen Dingen und da sagte dann mein Geistführer, der sich Oskar nennt, den ich einen Oskar genannt habe, weil er sich so verhielt wie mein Großvater, also wortkarg und manchmal ein bisschen stur. Und das hat er akzeptiert, dass ich ihn so nenne. Hatte ich eine Frage gestellt, wie wir denn die kosmobiologischen Prozesse verstehen können, wie also das Leben in verschiedenen Bereichen, ob Pflanzen, Tierwelt oder sonst wo, da gibt es ja Rhythmen, die vom Kosmos herkommen, ob es die Mondphasen sind oder andere Kräfte, die sind ja nachgewiesen. Und das nennt sich ja, diese ganze Forschung nennt sich ja Kosmobiologie. Und da bekam ich dann jemand zugenannt, der auch mal extra deswegen hier auf Erden war und bei der Kosmobiologie Anfang des Jahrhunderts, also des vergangenen Jahrhunderts, mitgewirkt hat. Der hat sich vorgestellt mit dem Namen und so, was er gemacht hat. Und wir konnten tatsächlich nachforschen, dass er das war. Und der war also bekannt, weil wir noch einen ganz alten Herrn gefunden haben, der bei der Kosmobiologie damals dabei war. Und der wurde mir dann zugeteilt, wenn ich Fragen habe über den Sinn des Lebens, über bestimmte Prozesse, die wir nicht erklären können, über die Gott und Welt. Und ich spreche gerade jetzt mit ihm
über die verschiedenen Dimensionen, von denen wir ja nur unsere drei Dimensionen wirklich erfassen. Und die vierte Dimension, mit der haben wir ja Riesenprobleme mit der Zeit, mit der Einteilung der Zeit und überhaupt, wir wissen gar nicht genau, was Zeit ist. Und da bekomme ich jetzt gerade Informationen, natürlich alles im meditativen Zustand. Mhm. Nochmal kurz zurück zum Start, weil mich das gerade besonders fasziniert, dass es nun schon 50 Jahre her ist, dass du begonnen hast mit dieser Arbeit. Dein Interesse an der Kosmobiologie, war das schon da, bevor du nach Teneriffa gegangen bist? Naja, ich habe schon ganz intensiv die psychologische Astrologie, aber auch speziell, was macht die mit unserem Körper? Wenn es Einflüsse aus dem Kosmos gibt in unserer Psyche, ich wusste natürlich als Betriebspsychologe, das gibt auch so psychosomatische Erkrankungen, aber was machen die mit uns? Und da habe ich mich dann intensiv mit der Kosmobiologie auseinandergesetzt und habe auch bei meiner Auszeit, die ich mir an und für sich nehmen sollte, um den Sinn des Lebens zu finden, habe ich mich auch in dieser Hinsicht weitergebildet. Und das war also eine Grundlage und die ist auch zum Tragen gekommen, weil ich dementsprechend Fragen stellen konnte und mein Gedächtnis erweitern konnte durch Fragen, die man sonst als Laie gar nicht stellt. Ja, und du hast also dort einen fruchtbaren Boden gefunden, kann man sagen. Damals gab es also offenbar auf Teneriffa ganz, ganz viele Menschen, die nach alternativen Sichtweisen auf das Leben und auf die Welt gesucht haben und sich damit beschäftigt. Das war damals und heute auch noch. Ich habe ja heute noch meine Gesprächsabende. Das ist hier ungebrochen. Denn auch viele Urlauber, die suchen sich ja manchmal auch Orte aus, wo sie ein bisschen in Ruhe und von dem Trubel der hektischen Welt wegkommen. Denn hier ist es doch ein bisschen ruhiger. Hier gibt es keine Industrien. Hier gibt es nur ein bisschen Landwirtschaft und Tourismus. Ja, ja, ja. Weil schon die Tourismus schon fast eine Industrie ist. Das ist klar. Ja, aber das heißt, diese Energie trägt dich die ganze Zeit über schon. Das ist atlantische Energie, wenn ich das richtig verorte. Und hier ist auch eine ganz andere Energie. Denn hier ist Feuer und Wasser. Die Kanarischen Inseln sind Vulkane, die noch nicht erloschen sind. Wir hatten ja erst vor kurzem auf einer Nachbarinsel einen Ausbruch. Und hier der letzte Ausbruch, der liegt etwa 60 Jahre zurück auf der Teneriffa. Und diese Spannung hier, das ist hier so eine ruppige Energie und dann mitten im Atlantik. Ne? Mhm. Das ist also eine ganz bestimmte zentrale Sache hier. Und hier fühlen sich auch alle, die meditieren wohl, die kommen hier in andere Strukturen rein beim Meditieren. Da hilft also die Umweltenergie, die hilft dabei. Ja, und hast du dort erst begonnen, mit der geistigen Welt zu reden, auf Teneriffa? Oder ja, erst nachdem ich die Heiler hier hatte und gesehen habe, wenn ich privat mit ihm im Gespräch war, dass das keine nicht besonders kluge Köpfe oder studierte Leute waren, sondern die haben etwas erlernt, aber alle haben es in der Meditation erlernt. Und das habe ich dann auch erlernt und das hat ein paar Jahre gedauert. Und dann hatte ich den ersten Geistführer und noch ein paar Jahre drauf den zweiten Geistführer, den Lehmann, der mehr philosophisch mit mir arbeitet. In den ersten Jahren hast du aber im Rahmen der Schule nicht darüber gesprochen, dass du mediale mit Geistführern zusammenarbeitest, glaube ich, ne? Sondern das ging ja, eher... Ich war da immer ein bisschen vorsichtig, denn es ist ja sehr schwierig, wenn man ein Medium ist, zu erklären, wie funktioniert das Ganze? Ja, wenn wir das Jenseitige nicht verstehen können, nach welchen Motiven oder Gesetzen das Jenseitige mit uns zusammenarbeitet, dann kann man keine Erklärung abgeben. Das sind alles nur Glaubenssätze, weiter nichts. Mhm. Da war ich immer sehr scheu. Ich habe nur gesagt, dass ich mediale Fähigkeit habe, dass ich geistige Energien übertragen kann. Habe aber in den ersten Jahren der Schulgründung nicht so groß drauf gepocht. Bis ich merkte, dass mit meiner Methode, die ich lehrte, die ich auch erlernt hatte, dass man die weitergeben konnte, dann merkte ich, hallo, die kommen ja auch in den Zustand, den du hattest, als du Kontakt zur geistigen Welt bekommen hast. Also stimmt das, also dann kann man ja auch darüber sprechen. Mhm. Dass wir also Helfer haben im Jenseitigen, das, was der Volksmund den Schutzengel nennt, das gibt es, wir werden betreut,
bei dem vielen Mist, den wir als Mensch hier machen können. Ja, und du sagst, die Anbindung, um überhaupt diese geistige Führung erlangen zu können, geht in erster Linie über Dankbarkeit. Also ich vermute mal über ein offenes Herz, möglichst viel Reinheit. Ja, eine gewisse Portion von Ehrfurcht und dankbar, dass sich die Türen öffnen zu mir jenseits. Das ist ja dann die zweite Stufe, die Dankbarkeit. Erstmal muss man ehrfürchtig sein und auch eine gewisse Struktur bauen, in sich aufbauen, die etwas damit zu tun hat, dass man die Welt liebt und die Menschen liebt, uneingeschränkt erstmal liebt. Und dass man mit dem Wissen, was man nun auch erfahren könnte, anderen helfen möchte. Deswegen habe ich die Formel gegründet, die in unserer Schule verwandt wird, auch in der Ausbildung. Ich möchte wissen, um zu helfen. Ja. Und die muss aber mit Ehrfurcht benutzt werden. Nie mit, dann kann ich damit Geld zu verdienen. Das ist für, solche Gedanken dürfen gar nicht kommen. An erster Stelle muss die Hilfeleistung stehen, dass man etwas erwirbt, wo man für die Schöpfung da ist. Denn ein Geistheiler ist immer ein Mitwirkender in der Schöpfung. Mhm. Er hilft, die Schöpfung zu korrigieren, sei es in Gesprächen oder auf der physischen Ebene, wenn durch Unwissenheit körperliche Funktionen entgleist sind. Um sich jetzt mal besser vorstellen zu können, was du eigentlich mit der medialen Anbindung machst, was sind denn das für Klienten, die zu dir in die Schule kommen? Was sind das für Beschwerden, die du dann sozusagen mit den Geistführern besprichst bei der Behandlung? Alles Mögliche, aber meistens sind es Menschen aus zwei Richtungen. Eine, die nicht so ein richtiges Vertrauen mehr in die Schulmedizin haben und mehr in Naturheilkunde und geistigen Heilweisen ihre Erfüllung suchen. Ja. Mhm. Und dann die andere Gruppe ist, die sind austherapiert von der Schulmedizin. Die zum Beispiel zu mir kommen, mir kann keiner helfen. Ärzte haben auch gesagt, wir wissen nicht, warum sie krank sind. Denn bestimmte Bereiche unseres Krankheitsgeschehens sind ja nur physisch, nur physisch. Das meiste Geschehen, was uns bedrohlich erscheint und uns krank macht, ist psychosomatisch. Und da gibt es noch eine Steigung dazu, seelisch bedingte Erkrankungen. Wenn nicht nur das Denken und Handeln, sondern auch unsere Gefühle in Eskalation, in Ungereimtheiten verfallen und wir innerlich zerrissene Menschen sind, dann ist die Seele auch im Taumeln, die ja für uns die Heilarbeit normalerweise macht, das Unbewusste, die Seele, die uns am Leben erhält. Und wenn das geschehen ist auf der höchsten Ebene, dann versagt ja die Schulmedizin. Es gibt ja keine Seelenheilkunde in der Schulmedizin. Sie tun sich ja schon schwer mit den psychosomatischen Erkrankungen, weil da auch die meisten Medikamente, die entwickelt wurden, gar nicht hingreifen. Da ist noch manchmal die Homöopathie oder die fernöstlichen Heilweisen noch wirksamer als die Schulmedizin bei psychosomatischen Erkrankungen. Also ihr betrachtet Krankheit oder die Schule der Geistheilung nach Horst Krone, es sind ja viele Dozenten, die da inzwischen unterrichten. Ihr betrachtet, wir haben 16.000 Menschen ausgebildet schon. Ja gut, als Dozenten, wie viel sind das zurzeit? 8 oder so? 8, es schwankt immer so schön, 8 und 12. Zurzeit sind ein paar leider schon aus Altersgründen ausgestiegen und wir bekommen aber dieser Nachwuchs, der war in der Ausbildung schon. Und der wird jetzt ab Herbst dann einsatzfähig sein. Ja, und 16.000 Menschen, sagst du, haben eure Ausbildung bereits absolviert. Also im deutschsprachigen Raum. Allein im deutschsprachigen Raum, ja, genau. Wow. Das ist natürlich eine Menge. Und ihr betrachtet Krankheit, weil das wird mir gerade so deutlich, das finde ich herzerfrischend, Krankheit eigentlich als Symptom für energetische Blockaden, kann man das so simpel sagen? Oder energetische Ungleichgewichte? Das ist noch härter. Jede Krankheit, alles, was uns krank macht, entsteht aus der Unwissenheit. Mhm. Der Unwissenheit, aber nicht nur von unserem Denken, sondern von unseren Gefühlen, Emotionen und dem tief Unbewussten Geist und Seele, die ja wir sind ja eine Gemeinschaft von Körper, Seele und Geist. Und nur wenn diese Gemeinschaft intakt ist, ist es möglich,
einen Organismus wie den menschlichen Körper mit allen Facetten zu steuern. Und diese Steuerung kann natürlich, wenn diese Trinität ein bisschen unerfahren ist, zu groben Fehlern führen. Grobe Fehler können alleine auf der physischen Ebene durch unser Verhalten entstehen, dass wir bestimmte Richtlinien der Nahrungszunahme nicht einhalten und uns einseitig oder falsch ernähren oder den Süchten verfallen sind. Aber es gibt sehr viele Krankheiten, wo dann die Kombination aus Körper, Seele, Geist rebelliert. Und das sind die verschiedenen neurologischen Erkrankungen und alle Allergien. Mhm. Und Autoimmunerkrankungen alles. Das ist eine Rebellion zwischen den drei Parteien, Körper, Seele und Geist, wenn da die Verständigung auseinandergebrochen ist, weil wir eben als Menschen den freien Willen haben. Den brauchen wir auf der einen Seite, um uns zu entwickeln, denn ohne freien Willen könnten wir keine Weiterentwicklung machen. Aber der freie Wille, der kann auch so übertrieben werden, dass wir gegen bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die das Leben von uns verlangt einzuhalten, nicht einhalten. Ja. Also geht es im Grunde darum, den Energiehaushalt des menschlichen Körpers möglichst zu harmonisieren. Ja, wir gehen bei der Geistheilung von zwei Plänen aus. Das ist der Bauplan auf der einen Seite, der physische Bauplan, wo auch die DNA dazu gehört, mit allen Schaltungen, mit Hormonen und alles. Und dann haben wir einen, neben dem Bauplan des Körpers, noch einen Schaltplan von verschiedenen Energiesystemen. Wir haben ja das Nervensystem ist ein Schaltplan, dann haben wir das Akupunktursystem, also die Meridiane, die sind ein Schaltplan, das ist eine andere Energie, das Magnetismus und Nerven sind ja Elektrizität, die bedingen sich gegenseitig und deswegen ist auch der Körper, unser Körper wird gesteuert durch elektromagnetische Felder und mit diesen Feldern arbeiten wir auch, wir können Magnetismus übertragen als Heiler. Da arbeiten wir sehr viel im Magnetismus und da arbeitet natürlich auch die Akupunktur auf diesem Gebiet. Und dann haben wir die dritte Ebene, die dem höheren Bewusstsein in uns, dem Geist zugeordnet ist. Das sind die Chakren, die schon seit Jahrtausenden bekannt sind. Aber diese Energie in den Chakren, die ist nicht von dieser Welt. Also sie gehört nicht zu den Energieformen, die wir beherrschen, also Meridiane und Nervensystem, die kann man heute messen, aber die Chakren, das Chakrensystem kann man noch nicht so einordnen, weil das Energien sind, die elektromagnetische Felder erzeugen können, aber sie sind keine elektromagnetischen Felder. Also sind es im Grunde Portale, kann man sagen, zu anderen Also die Schnittpunkte ist so unser höheren Bewusstsein zum Geist. Ja. Der Sitz der Seele ist in den Chakren und sie vermittelt in den Chakren die geistigen Informationen, die wir benötigen, um das Leben zu erhalten. Denn die Milliarden Zellen, die wir haben, die müssen am Leben erhalten werden, die müssen chemisch betreut werden und dann ist die Heilungssysteme, die Stoffwechselprozedere, die Entgiftung und alles, was dazugehört, das ist so ein gewaltiges Projekt, das ginge alleine. Mit physischen Funktionen muss dann nicht. Dazu mussten andere Dimensionen her. Und das ist diese Information, die wird gebündelt, vermittelt über die Chakren zum menschlichen Körper. Mhm. Wahre Geistheilung arbeitet mit diesen Toren zum höheren Bewusstsein. Denn wenn wir als Medium mit dem geistigen Bewusstsein in Kontakt geraten, dann geht es nur über die Chakrenenergie. Das finde ich enorm faszinierend, weil du arbeitest mit den Geistführern zusammen, um den elektromagnetischen Haushalt des Körpers wieder ins Lot zu bringen, letzten Endes. Ja, um den Schaltplan, nennen wir mal den Schaltplan, ja. Der betreut den Bauplan. Wir haben immer noch die physische Grundlage, nicht? Also die chemischen Funktionsweisen, die auch mit Enzymen gesteuert werden und Hormonen, nicht? Aber das ganze System, das chemische System muss ja gesteuert werden. Ja. Sonst würde es ja gar keine psychosomatischen Erkrankungen geben. Die Psyche ist ja nicht der Körper. Die Psyche ist ein Begriff für den Schaltplan, der in uns als Energiewesen
funktioniert. Das bedeutet natürlich, wenn man diese Art der Heilung ausübt, dann braucht man auch immer die Anbindung an, ja, an Geistführerebenen, an höhere Quelle, an die Quelle sozusagen oder an den Geistführer. Und das ist ja eigentlich eine Medizin der Zukunft. Denn wohin das Ganze führt, ist ja eigentlich augenfällig. Nämlich es führt dahin, dass man bei der Behandlung von Menschen generell eigentlich mit den geistigen Ebenen zusammenarbeitet. Ja, idealerweise wäre Schulmedizin, die ihre Rechte hat. Denn wenn jemand sich vergiftet hat durch falsche Ernährung und dadurch bekommt er schwere Gewebeschäden in Organen oder sonst wo, denken wir nur an Rheuma oder Gicht, ja, wenn der Körper übersäuert ist, das kann man nicht mit geistigen Kräften weghalten. Da muss man erstmal der Chemie des Körpers helfen. Und da ist die Schulmedizin gut. Und denkt man noch an Infektionskrankheiten, an Unfälle und anderen Verletzungen, die sind mit der Geistheilung nicht so hinzukriegen, so schlecht. Da hat ihre Schulmedizin die einzige Berechtigung. Nur bei den vielen Krankheiten, und ich würde sagen, das sind bestimmt 70%, tut sich die Schulmedizin schwer. Ja, manchmal blamiert sie sich sogar, weil sie versucht, Dinge zu korrigieren, die gar nicht auf ihrem Gebiet liegen. Denn wenn ein Mensch bestimmte psychische, extreme Dinge lebt, dann ist er prädestiniert für irgendwelche organischen Ausfallerscheinungen, die aus dem psychosomatischen Geschehen entstehen. Und da kommt man mit Medikamenten nicht hin. Da muss man die Psyche zu korrigieren. Deswegen gibt es ja auch eine Psychotherapie. Aber wie gesagt, die ist noch etwas tiefer angesonnen als die Geistheilung, die ja noch mit einer Stufe höher arbeitet. Also das, was die Seele ist, denn die Seele wird in der Psychotherapie nicht erreicht. Die Seele als Dolmetscher zwischen dem Geistigen und unserem Körperfunktion, also zwischen unserem geistigen Intellekt und dem höheren Bewusstsein, das jeder Mensch hat, das sich ab und zu mal zeigt durch Ahnung oder Intuition oder inspiriert sein. Das sind ja die Einbrüche von dem höheren Bewusstsein, was wir alle haben. Denn wir sind nicht nur körperliche Wesen, sondern wir sind ein geistige Wesen, die einen Körper haben. Ja, und wir können auch jederzeit unsere Ärzte im Jenseits erreichen über die Meditation. Also es ist jetzt nicht so, dass man eine bestimmte Meditation mit dem Ziel, als Therapeut mitzuarbeiten. Mhm, genau. Also dabei werden wir auch geschult. Denn ich weiß von den Erfahrungen von den Teilnehmern, die in unseren Kursen waren, die die Geistheilung nicht nur für sich oder für ihre Familie anwenden wollten, sondern vielleicht einen Beruf draus machen, weil sie die Neigung dazu hatten oder das Bedürfnis, anderen zu helfen, die brauchten einige Jahre, bis sie so weit waren, dass sie ein Geistheiler mit Erfolg wurden, der nicht nur mal gelegentlich Erfolge hat. Die sind meistens im Kranken verankert. Er hatte schon so eine Sehnsucht, dass man jemand die Hand auflegt und dann wird er gesund, weil er glaubte, das hilft mir nur. Da braucht man keine große Medialität. Aber wenn Körper, Seele und Geist sich über die Jahre oder Jahrzehnte verrannt hat und eine Kommunikationsschwäche entwickelt hat, dann auf all drei Ebenen, Körper, Seele, Geist, gibt es den freien Willen. Ja? Und der muss immer koordiniert werden, abgestimmt werden, dass das, was wir hier wollen, sollte auch die Seele wollen und der Geist mitwollen. Das wäre das Sinnvolle im Leben. Und wir suchen ja immer nach dem Sinn einer Erkrankung. Denn wenn wir den Sinn nicht finden, machen wir Unsinn. Mhm. Und da hilft es natürlich, wenn der Geistheiler Erfahrung mitbringt. Ne? Ja, und wenn er denn nicht weiter weiß mit seinem menschlichen Bewusstsein, dann kann er höher anzapfen und bekommt dann Erklärungen, warum der Mensch krank ist. Ja. Kann man daran therapeutisch arbeiten. Du hast das ja selbst erlebt. Vor einigen Jahren warst du ja tatsächlich sterbenskrank und hast durch deine Anbindung dann Hilfe erfahren über deine Geistführer, die dir gesagt haben, was eigentlich das Problem bei dieser Krankheit ist. Ne? Ja, ich hatte mir bei einer harmlosen Operation am Knie hatte ich mir einen Krankenhauskeim eingehandelt. Und einen der übelsten Sorte, den Streptostaphylococcus, der Organe zersetzt, wenn er im Körper ist. Und der ist multiresistent, da gibt es kein Mittel.
Ich war hier in drei verschiedenen Kliniken bis zur Uniklinik und alle haben mich nach Hause geschickt. Wir haben kein Mittel. Versuch, solange du noch glücklich bist, aber länger als ein halbes Jahr geben wir dir nicht. Also für die Schulmedizin total austherapiert. Und das hat mich ein bisschen, ja, nicht verärgert, aber das hat mir so einen Energieschub gegeben. Was heißt hier austherapiert? Es muss doch andere Mittel geben. Ich habe ja doch den nicht eingefangen, weil ich böse Taten gemacht habe, sondern ich war voll in der Zuwendung zu anderen Menschen. Warum sollte es, kann doch nicht Schicksal und Karma sein, dass ich jetzt so einen unheilbaren Keim bekomme. Und da haben mir dann die Geistführer gezeigt, wie ich mich in Gedanken und Emotionen verhalten sollte und was ich machen sollte. Und dann wurde ich zu dem Wunder von La Laguna. Das ist die Universitätsklinik, die ist in La Laguna. Und als ich dann nach 3 Monaten wieder hinkam, dann wunderten sie sich überhaupt, dass es mir so gut ging. Und dann stellten sie fest, dass der Keim weg war. Und dann haben sie gefragt, wie ist denn das passiert? Welche Mittel haben sie denn genommen? Und dann habe ich gesagt, das habe ich nur über Meditation erfahren. Brauchte keine Mittel. Und dann wurde es noch schlimmer. Durch diese Krankheit hat bei mir mein Herz zersetzt. Ich hatte eine Herzinsuffizienz. Mein Herz hatte nur noch eine Muskelkraft von 31%. Und dann habe ich daran gearbeitet. Das war der zweite Schritt. Eine Herzinsuffizienz ist nicht heilbar. Ja? Schon gar nicht in meinem Alter. Ich war damals schon 83. Dann habe ich wieder nachgefragt und dann habe ich Hinweise bekommen, was der für ein Schaden im Herzen ist, wenn Herzsuffizienz auftritt. Und dann habe ich Hinweise bekommen, wie ich denken und mir die Heilungsprozesse in mir vorstellen soll, also meine Heilungskräfte anregen sollte, in diesen Prozessen zu arbeiten, die ich mir bildlich und gedanklich vorstellen sollte. Und auch verbunden mit Bitte. Mein Geistführer hat mir nicht geholfen. Er hat gesagt, das wirst du alleine schaffen. Und das ist so gut, dass ich habe da alles notiert. Dann habe ich auch ein paar Kurse gegeben und ich habe dann schon vielen Menschen geholfen, die in ähnlicher Situation waren. Das heißt also, das, was ich überstanden habe, was fast ein Unding an und für sich, also ein Wunder wurde, das habe ich, so verstehe ich es, bewusst mir einhandeln müssen, auf unbewusster Ebene natürlich auch einhandeln müssen, damit ich daraus eine Therapie mache, die in unser System passt, um anderen Menschen zu helfen, die auch mit Krankenhauskeimen zu tun bekommen. Das ist ja ein sehr gefährlicher Stoff. Ich habe immer in meinem Kreis jetzt Leute, die sich so ein Keim eingeholt haben und besonders die Staphylococcus aureus, der ist sehr viel anzutreffen, der zersetzt auch die Organe. Und da konnten wir schon mit dieser Methode einige helfen. Also es ist wirklich einzigartig, dass diese Verbindung aus medizinischem Wissen, du bist jetzt kein Arzt, aber du hast medizinisches und biologisches Wissen dir angeeignet, mit diesem Zugang zur spirituellen Welt einfach völlig neue Möglichkeiten der Heilung eröffnet. Ne? Also von der Selbstheilung hin, angefangen durch Meditation beispielsweise und das Zwiegespräch mit der geistigen Welt hin zur Behandlung von Menschen, Klienten, die zu einem kommen und dann über den inneren Dialog des Heilers mit der Person geheilt werden. Ja, da gibt es natürlich zwei Gruppen. Es gibt Menschen, oder der größte Teil, was wir als Geistheiler erwirken, ist eine Information zur Selbstregulation. Das heißt, es ist eine Selbstheilung des Patienten durch Informationen, die wir geben, wie der Patient auf der unbewussten Ebene es machen soll. Manchmal auch auf der bewussten. Nicht, wenn allergische Patienten da sind, müssen sie aufzeigen, was sie sein lassen sollen. Ja, Ja. wobei das Seinlassen eben oft so viel wichtiger ist, ne, als etwas Ja. hinzuzufügen. Das ist also die Selbstheilung. Und dann gibt es eben die sogenannten Wunderheilungen in der Geistheilung, wo also das System Mensch mit all seinen Schattierungen nicht in der Lage ist,
den Schaden, der entstanden ist, wieder zu regulieren oder zu beheben. Und da greift dann die geistige Welt ein, unter bestimmten Bedingungen. Man kann es nicht einfach anfordern. Welche Bedingungen dahinter stehen bei der Person oder ob er in der Gnade ist oder nicht, das ist unergründbar. Das ist auch gar nicht wichtig, wenn man voller Liebe und Hoffnung an Patienten herangeht, dann fragt man dich danach, bist du in der Gnade oder so. Man geht einfach mit den bestmöglichen Mitteln, die man meint, einsetzt, so ein bisschen heran. Und dann passiert dann manchmal, dass der Geistführer direkt durch mich und durch andere begabte Heiler arbeitet. Dann kriege ich sogar erklärt dabei, was er macht, zeigt mir Bilder, wie es funktioniert und erklärt mir die Hintergründe. Und dann reguliert er etwas. Und da gibt es sogar Methoden, die sie einsetzen, die wir nicht verstehen können. Das sind Spontanheilungen. Aber da habe ich auch schon in meinen Büchern darüber geschrieben, die Spontanheilung ist weiter nichts als die geistige Welt, die ist in der Lage, die Zeit, die wir benutzen, zu einem Zeitraffer zusammenzuziehen, also von Langzeitheilung in augenblickliche Heilung. Und dabei entstehen seltsame Prozesse, die physikalisch überhaupt nicht erklärbar sind. Also Ein meine Beispiel Zeit. ist die Zeitreise, ne? Die habe ich ja auch noch bei dir gelernt. Ja. Ist ein ganz, ganz faszinierendes Phänomen, dass Naja, über eine die bestimmte Technik meistens. Zeitreise, aber da muss man schon meditieren können und es kommt nicht jeder rein, um Ja. Zeitreise zu machen. Denn in der Zeitreise muss man das Tagesbewusstsein ausklinken, denn das ist gebunden an Raum und Zeit. Und man muss also, das ist praktisch eine Seelenreise, sich mit dem Bewusstsein der Seele zu verbinden, also unserer nächsthöheren Stufe in uns. Und dann ist man nicht mehr ans Raum und Zeit gebunden. Da gibt es dann schöne Begriffe, wenn man ist dann ein Astralreisender. Astralreisender heißt da weiter nichts als Sternenreisender. Das heißt, wir können dann zu den Sternen reisen ohne Körper, nur mit der Seele, die Raum und Zeit überbrücken kann. Und die nächste Stufe, wenn man ein ganz erfahrener Geistheiler ist, ist dann auch noch, sich mit dem eigenen Geist, mit dem eigenen höheren Bewusstsein zu verbinden. Denn das ist dann notwendig, wenn man medial ist und mit denen schwätzen kann da drüben. Ja, das ist ja, ich habe eben noch in Erinnerung, dass wir das manchmal eingesetzt haben, um Verstauchungen zum Beispiel ungeschehen zu machen. Ja, das funktioniert schon. Das Auf ist dann der das. Ebene funktioniert es schon. Ja. Ja, genau. Das war also sehr pragmatisch. Und das finde ich, das ist für mich das Allerfaszinierendste immer gewesen, weshalb ich damals auch deine Schulung gemacht habe. Weil die Verbindung einfach zwischen den sehr pragmatischen Sachen mit einem, mit geistigen Ebenen ziemlich einzigartig war damals, ne? Und wenn wir heute uns beschäftigen mit geistigen Ebenen, dann kommt auch keiner so schnell auf die Idee, das Ganze mit einer systematischen ja, Heilung auf einer Ebene, die fast schon einen medizinischen Charakter haben könnte, hat sie nicht, ne? Ist klar, wissen wir, dürfen wir so nicht behaupten. Aber im Grunde hat es diese biologische, zelluläre Struktur ja auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es eben eine sehr feinstoffliche Ebene, mit der da gearbeitet wird. Und diese Verbindung ist das Faszinierende daran, weil, wie du ja schon beschrieben hast, die Einheit von Körper, Geist und Seele wird herbeigeführt oder sollte dann als Grundlage immer visionär zum Beispiel da sein, als etwas Erstrebenswertes bei dieser Behandlung. Das ist ziemlich einzigartig. Die Schule arbeitet auch mit Diagnosetechniken. Ja, das sollte man vielleicht auch Ja, mal aber nicht diese betonen. Diagnosen, wie sie sonst von uns Nee. etablierten Heilwesen herkommt, sondern wir haben unsere anderen Diagnosen. Wir diagnostizieren das Zusammenwirken der Schaltkreise, also der Energiefelder. Und da gibt es auch Instrumente, die man benutzen kann, wenn man kein Vollmedium ist. Aber so schon angefangen hat, mediale Fähigkeiten zu entwickeln. Also das wäre so eine Einfühlung in einen anderen Menschen, fühlen, was den Menschen bedrückt. Ne?
Ja, da gibt es auch eine ganz frühe Übung. Entschuldige, ich will nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich erinnere mich daran, dass ganz, ganz am Anfang man zum Beispiel sich voreinander setzt und einfach dem anderen sagt, welche Farbe das Gegenüber denn gerade gedacht hat oder empfunden hat. Ja. Also das sind ganz faszinierende. Farbwahrnehmung ist eines der ersten, Ja. die man erlernen kann und dann beim Einfühlen, beim Erkennen. Und dann kommen natürlich so andere Eindrücke noch hinzu. Meistens, wenn ein Patient den Raum betritt, dann sehe ich schon, welche Probleme er mitbringt. Das heißt, das spielt nicht nur die Farbe, die ich dann, bin dann immer im meditativen Zustand beim Heilen. Auch seine Bewegungsmuster, wie seine Stimme klingt und mit welchen Vibrationen dahinter sind. Das sind so, wir wissen ja von unserer Sprache her, dass wenn jemand ärgerlich ist, hat er einen ganz anderen Tonfall. Ne? Der ist so ein bisschen gröber dann. Und bei jeder Krankheit hat sein eigenes Klangmuster und auch ein Ausstrahlungsfeld. Und wenn man also in einem meditativen Zustand ist und hat das Außersinnliche erlernt, dann kommt, der ist der Mensch transparent. Dann braucht er gar nicht viel erzählen. Ne? Es geht manchmal so weit, dass ich den Patienten sagen muss, pass mal auf, wir können deine Krankheit nur überwinden, wenn du endlich dich entschließt, den Schritt zu gehen, woran du schon 2 Jahre arbeitest und dich nicht traust. Ja, das ist meistens Berufswechsel oder so etwas. Ne? Auch manchmal Partnerwechsel. Und das ist eben das Schöne, wenn man meditativ arbeiten kann, also als Geistheiler, dass man außersinnliche Wahrnehmung hat, dass man gar nicht viel Psychoanalyse betreiben muss. Ne? Ja, und in diesen Befindlichkeiten, wenn du da mit Klienten gearbeitet hast, da tauchte dann plötzlich irgendwann Oskar oder Lehmann auf? Oder wie kann man sich sozusagen den Erstkontakt da vorstellen? Hast du da schon direkt gefragt, die geistige Welt nach Hilfe? Nein, ich bekam, als ich so tiefen Erfahrungen in der Meditation hatte, da hatte ich ein Erlebnis. Und da bekam ich eine Weltformel erzählt, wie die Zusammenhänge sind von Körper, Seele, Geist. Das war wie ein Film lief das ab. Und ich wusste, wir sind da mindestens 20 Zuhörer und da vorne standen Lehrer. Das war für mich so schockierend und so erschreckend, ich habe erstmal gar nicht darüber gesprochen. Ja? Denn wenn man plötzlich Ereignisse sieht und Erklärungen bekommt, die man vorher noch nie gehört hat, dann kann so ein bisschen der Gedanke hochkommen, oh, bist du jetzt nicht mehr ganz richtig da im Kopf? Stimmen hören ist ja Schizophrenie, ne? Ja. Ja? Und, aber dann habe ich mich beruhigt und mit meinem Lehrer gesprochen und sagte, nee, meditiere doch mal und bitte um Auskunft. Und das ist dann, hat dann auch geklappt. Und da kam ich dann in einen Sprechkontakt, aber nur einen sehr spärlichen Sprechkontakt. Und das funktionierte nicht so richtig. Und deswegen habe ich damals so gesagt, das ist so stur wie mein Großvater. Und deswegen nenne ich dich Oskar, weil ich auch mal gefragt habe, den Namen. So ist es entstanden. So habe ich meinen ersten Geistführer bekommen. Und den anderen hatte ich ja erzählt, wo ich dann schwierige Fragen gestellt habe, die mein Heilgeistführer Oskar nicht bringen konnte, dann wurde mir einer zugeteilt. Wie lange? Ich kenne viele, viele mediale Heiler, die haben 2, 3 Geistführer, die bei bestimmten Prozessen dann zuständig sind. Ne? Wenn es um Karma geht, das hat ja nichts mit Heilung zu tun, da muss ja an einer höheren Stelle geschraubt worden, um vielleicht das Karma aufzulösen. Ne? Ja. Wie lange ist das jetzt ungefähr her, dass du da mit diesen beiden Geistführern in Kontakt kamst? Das ist schon eine ganze Weile. Ne? 40 Jahre. 40 Jahre, genau. 40 Jahre. Da hatte ich sie beide. Ja. 40 Jahre hatte ich sie beide. Aber geoutet sozusagen die Informationen verbreitet, die da diese Geistführer dir gegeben haben, das hast du jetzt erst kürzlich in einem Buch. Ne? Naja, nee, da habe ich die Arbeitsweise beschrieben, aber die Durchsagen, die ich bekommen habe, die sind in meinem Buch Schule der Geistheilung, was immer noch Grundlage für unsere Ausbildung ist, was ja, was ich vor 20 Jahren geschrieben habe, ist es immer noch, da habe ich schon mich geoutet über geistige Führer, dass sie wichtig sind, wenn man als medialer Heiler ist. Wir dürfen unterscheiden, es gibt Geistheiler, die mit Suggestion arbeiten, mit Handauflegen, mit Heilmagnetismus,
die vielleicht auch ein bisschen geschützt werden aus der geistigen Welt, aber sie sind noch kein Medium, sie haben keinen Sprechkontakt. Und die wahren Geisthalter, die wirklich was drauf haben, die was Bewegendes erzeugen können, also Materialisation, Entmaterialisation, ja, die auch den Schicksal und Karma mal ausblenden können und den Menschen in eine Normalität zurückbringen und die Angst nehmen vor dem Morgen. Das sind Heiler, die strikt den Sprech- und Sichtkontakt zur geistigen Welt haben. Wenn du sagst Materialisation und Entmaterialisation, was kann man sich da jetzt als Zuschauer drunter vorstellen? Damit ist ja nicht gemeint, dass der Heiler oder der Klient dematerialisieren. Nein, ich will an ein Beispiel, wie ich nenne, was ich hatte. Das war eine Frau, die hatte einen Skiunfall. Und dabei war im Kniegelenk in dem unteren Knochen ein Stück rausgebrochen. Und dann wurde sie untersucht und hat gesagt, naja, das braucht man nicht operieren, das wird schon gut gehen. Denn der größte Teil von der unteren Pfanne ist noch stabil und es ging auch gut. Nur dieses abgesteilte Teil, das wurde allmählich von dem Körper, weil es nicht mehr angebunden war an der Versorgung, wurde das aufgelöst und dann hatte sie im Kniegelenk wie eine Delle, konnte man richtig spüren. Und dann entwickelten sich tatsächlich auch Schmerzen. Und es war eine Heilpraktikerin, nicht, die alles Mögliche versucht hat und auch schulmedizinisch und keine Chance da anzukommen. Und hat dann den Kurs bei mir gemacht. Und dann am letzten Tag war sie ein bisschen traurig, dass sie nicht geheilt wurde. Ich sage, ich konnte dich nicht heilen. Du musst erst mal wissen, was mit der Geistheilung möglich ist. Jetzt hast du den Kurs gemacht. Und jetzt werde ich mal bitten, ob Oskar das heilen kann. Und dann hat er ja gesagt, das mache, die hat es verstanden, um was es geht. Und dann hat er innerhalb von 3, 4 Minuten, ich hab sie in Tiefenentspannung bringen müssen, ich ging auch in Tiefenentspannung, dann hat der Geist für gearbeitet. Und das geht dann immer rucki-zucki, es wird ganz spontan. Und dann war der Knochen wieder da. Das heißt, der Geistführer, wie ich ihn später erfahren habe, in späteren Jahren, als ich mir das erklärt haben lassen, was da geschieht, der Bauplan des Menschen ist immer vorhanden. Ja? Und wenn der Körper zerstört ist, weg, geht nicht. Bei einigen Organen, wie der Leber zum Beispiel, wächst was nach, aber es gibt eben Körperteile, und das sind die Knochen an erster Stelle und auch leider unser Gehirn. Wenn da etwas weg ist, ist es weg. Das kann vom Körper nicht regeneriert werden, nicht neu erschaffen werden. Aber der Bauplan da ist, dann materialisiert die geistige Welt die Atome, die notwendig sind, die diese molekulare Struktur bauen müssen, die der Knochen hat, weil der Bauplan ist ja vorhanden. Und das machen die, weil sie die Fähigkeit aus dieser Ebene haben und weil sie die Zeit überbrücken können und die Zeit ausschalten können. Alles in ein Jetzt hineinzubringen und dann gibt es eine Spontanheilung. Und dann kann Gewebe entstehen und es genauso habe ich auch Fälle gehabt, wo Gewebe weggenommen wurde. Wo eine Bandscheibe, die vorgedrückt war, wurde das verödet, das weggenommen. Die Materialien war nach wenigen Minuten war das Problem erledigt. Ohne Operation. Ohne physische Operation. Geistige Operation, das ist immer. Ja, also derjenige, der das erlebt, der hat natürlich eine unglaubliche Erfahrung gemacht, ne? Deswegen ist Geistheilung eigentlich auch immer bewusstseinserweiternd Ja, und bei diesen Wunderheilungen, die habe ich also schon jetzt mitbekommen, die geschehen nicht bei einem dummen Menschen, der das ablehnt und sagt, so alles Quatsch, die kommen gar nicht in den Genuss. ja. Der Mensch, der in den Genuss von Wunderheilung kommt, der muss erstmal Gott anerkennen als höchste Instanz, der muss auch anerkennen, dass er ein Kind Gottes ist. Ja, dass wir also göttliche Fähigkeiten haben, weil wir einen menschlichen Körper erhalten, der vom Gehirn her, von unserem Denken niemals gesteuert werden kann. Und dass wir also Systeme haben, wie zum Beispiel das Immunsystem, und dass wir in Symbiose sind mit Viren und Bakterien, die müssen wir alle im Körper haben,
Sonst könnten wir gar nicht existieren. Wir sind mit denen so verbunden, so eng, dass wir ohne Bakterien gar nicht leben können. Denkt man nur an die Darmbakterien Genau, und ja. viele andere. Das gilt sogar auch teilweise für Viren. Und das muss man anerkennen, dass wir ein Wesen mit Symbiose ist und göttlichen Fähigkeiten, mit schöpferischen Fähigkeiten, so etwas überhaupt zu erreichen. Und dann wird man zugelassen zu solchen geistchirurgischen Operationen. Das heißt, diese 16.000 Menschen, die jetzt schon bei euch, die bei dir die Schule durchgemacht haben, die sind alle auch in ihrem Bewusstsein gewachsen und haben einen spirituellen Zugang erlangt, der vorher nicht so ausgeprägt war, ne? Die meisten. Ganz sicher. Dabei bleiben natürlich einige im untersten Niveau hängen, sind aber damit auch zufrieden. Aber andere wollen dann forschen, weitergehen, wollen also bis zur geistigen Welt vorstoßen, um dort ein bisschen mehr über den Sinn des Lebens zu finden. Denn unser Hauptproblem als nachdenkende Wesen, die jetzt schon eine gewisse Selbsterkenntnis erwacht haben, ist ja die Sinnfrage: Was ist da eigentlich der Sinn des Lebens hier auf dieser Welt? Warum durchleben wir den ganzen Schlamassel und ärgern uns, und dann sind wir wieder so in glücklichen Emotionen, verlieben uns, und warum haben wir diese Alterungsprozesse und alles? Das sind ja alles ungelöste Fragen. Das sind zwar Gesetze, die dahinter stehen, aber der Sinn, den sollte, wenn man ein bisschen nachdenklich über das Leben ist, dann kommt die Frage hoch, ganz sicher. Die kam schon im Altertum hoch. Wir hatten immer Vordenker, die sich schon Gedanken darüber gemacht haben, was eigentlich der Sinn ist. Und meistens haben sie es dann in religiöse Bereiche geschoben oder haben das religiös ausgedrückt. Ne? Ja, wobei das dann meistens Manipulation ist, weil es Na eben ja, dann haben die natürlich die gehorche einem Disziplin. System, das man dir zeigt und folge dem. Aber das Gegenteil ist ja der Fall, wenn man sich individuell anbindet. Das ist ja das Großartige, ne? Wenn man also seinen eigenen persönlichen Zugang zur Quelle findet oder zu seinen Geistführern, überhaupt zur geistigen Welt. Das ist ja das, was man eigentlich Erwachensprozess nennen kann. Und ich glaube, für mich persönlich jedenfalls, scheint es so zu sein, als wäre das der Sinn des Lebens, der jeweiligen Inkarnation, dass man einfach noch ein Stück weiter erwacht und zurückfindet zu seinen ursprünglichen Fähigkeiten. Ja, im Endeffekt müssen wir erkennen, dass wir Mitwirkende und Mitgestalter der Schöpfung sind. Denn wir entwickeln ja ein Bewusstsein, ein selbsterkennendes Bewusstsein mit der Tendenz, unsere Herkunft und den Sinn unserer Herkunft zu verstehen. Und das heißt, wenn der Mensch wirklich erwachsen ist, dann ist er im Ideal. Und versteht, warum wir durch diese ganzen Schwierigkeiten hier durch müssen und warum wir einen Körper benutzen, um Bewusstsein zu installieren in einer Welt, die ja ein bisschen gedrückt ist, die an Zeit und an Materie gebunden ist. Denn wir sind als Einzelwesen, sind wir ein geistiges Wesen mit hohen schöpferischen Fähigkeiten, das vorübergehend einen Körper übernimmt. Wir sind nicht der Körper, wir haben einen Körper als Geistwesen. Und bei dieser Übernahme ist unsere Verpflichtung, mit diesem Körper das mangelnde Bewusstsein, was hier auf der physischen Ebene besteht, also in dem denkenden Teil, also im Gehirn, zu verbessern. Also unser Bewusstsein anzuheben, also die Evolution weiterzubringen. Und zwar so, dass alles nach Harmonie strebt. Dabei entwickelt aber die Menschheit und meistens das Kollektiv Dinge, die das Ganze verhindern. Und zwar die Gier nach Reichtum oder die Gier nach Macht. Die Gier ist sowieso die schlimmste Eigenschaft, die wir haben. Die kann sich mit allem verbinden und kann alle anderen Eigenschaften bis ins Unermessliche steigern. Und das sind so Prozesse, wo die Menschheit zurzeit mit zu tun hat, dass kollektive Errungenschaften, die von Einzelnen gesteuert werden,
an dem Weg vorbeigehen, den die Menschheit vielleicht gehen sollte. Oder gibt es Ja. irgendwelche wieder Korrekturen? Das ist ja mal ein Auf und Ab, denn verschiedene Kulturen, schon im Altertum hatten da schon eine hohe geistige Werte erreicht. Die gingen dann auch wieder unter durch die Gier und Machtansprüche. Ne? Ja, und das ist ja immer ein Mangel an Liebe, ne? Also Gier kann ja nicht sein, wo ein offenes Herz und eine Liebe da ist, wobei Liebe ja eigentlich immer nur heißt, angebunden sein an das allgemeine energetische Feld, das einen erfüllt und umgibt. Naja, die Liebe kann auch perfektieren. Denn Liebe ist ja die Kraft, die nur verströmt. Ja. Die nicht wieder haben will, die nur verströmt, die gibt und gibt. Mhm. Und wenn man das Böse liebt, Ja, das kann Schwarzmagie gibt es leider auch. Es gibt Menschen, die haben Zugang gefunden zu den geistigen Kräften, aber noch nicht die liebevoll, sondern die versuchen dann ihre Machtansprüche, die sie gerne leben möchten, auf dieser Ebene auszutragen. Also meinem Verständnis nach geschieht das dann aber auf einer energetischen Ebene, die relativ niedrig schwingt. Ja, natürlich. Also in dem Augenblick, wo man wirklich mit Meditation sich beschäftigt und mit Herzarbeit und Hirn-Herz-Verbindungen arbeitet und derlei Techniken, gerät man nicht mehr in diesen Bereich, in dem wirklich nur das Dunkle sich miteinander verbindet. Wenn das überhaupt noch in der Form so auf der Welt ist, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch war, weil da hat sich, glaube ich, auch vom Aufstieg der Erde her einiges geändert. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass diese Form der Liebe des Bösen, die du gerade beschrieben hast, dass die nicht mehr so richtig funktioniert. Das zeigt sich ja, glaube ich, auch allerorten, wenn man mal guckt, was gerade auf der Welt passiert. Vermeintlich viel Böses, aber im Grunde in meinen Augen Aufräumarbeit, dass alles an die Oberfläche kommt, was nicht stimmt und funktioniert. Ja, aber es geht natürlich mit riesigen Turbulenzen Ja, einher. natürlich. Wenn jemand an einer Position hat, wo er seine fiesen Gedanken und Machtansprüche über das Volk ausdrücken kann, ne? Ja, aber man kann dem Volk nicht mehr ganz so viel erzählen wie noch vor 2, 3 Nein, das ist Jahren. ganz klar. Und das ist schon ein großer Wenn Fortschritt. bestimmte Seiten überschritten werden, dann kommt es zu einem Umkehrprozess. Ja. Und da stecken wir, glaube ich, mittendrin. Und ich denke, das ist ein Bestandteil des Aufstiegs, von dem also die spirituellen Gruppen seit Ewigkeiten gesprochen haben. Ja, auch die ganzen Kalendersysteme immer gesprochen haben. Das Maya-Kalendersystem, ne? 2012 war da eine Marke, in der das Bewusstsein sich verändert hat, neues Zeitalter angebrochen ist. Da wird ja immer gesprochen von verschiedenen Schwingungsebenen. Und jetzt befinden wir uns in einer Schwingungsebene, wo dieses klassische Böse, glaube ich, sich nicht mehr verankern kann. Ja. Aber wir sind in der Welt der Gegensätze, wo das Schlechte seine Berechtigung hat. Denn ohne das Schlechte zu kennen, können wir das Gute nicht erkennen. Wir werden immer die Polarität behalten. Also egal auf welcher Ebene wir uns befinden, es gibt immer das eine und das andere. Ja. Sonst Und könnten wir wir ja gar unterhalten nicht. jetzt über ein System, was ja relativ neu ist, wenn man die Menschheitsgeschichte nimmt. Und dieses System, das Internet, das ist Segen und Fluch zur gleichen Zeit. Richtig. Auf der einen Seite, wer wirklich sucht, der kann sich fortbilden, hat Möglichkeiten, die er vorher nie erreichen konnte durchs Internet. Aber leider ist das Internet auch in der Lage, den Menschen so in die Bequemlichkeit zu geben, dass er nichts mehr lernt. Und sagst du, ich brauche ja gar nicht wissen, um was es geht, sondern ich muss nur wissen, wo es steht. Ja, genau. Ja, und Das dann ist ein natürlich. totes Wissen, nicht? Totes Wissen. Wir können uns nur entwickeln, also alle unsere Entwicklungsprozesse im Bewusstsein, selbst auch in unseren Handlungsanweisungen, entstehen durch Selbsterkenntnis. Aha, so mache ich das, so denke ich. Und dann müssen diese Gedanken verwirklicht werden, also Selbstverwirklichung. Und wenn man dann geht, also meine Gedanken mal richtig hat, konnte sie verwirklichen, dann haben sie ihre Berechtigung. Und wenn man also nur abschreibt, das geht nicht. Das führt zu nichts, nein, dass das. Deswegen ist die Schwachstelle ist eben der leichte Zugang,
zu Menschen, die nicht lernen wollen, sondern nur wissen, wo es steht, ne? Eigentlich geht es da um das Prinzip des Lebens, ne? Also Leben ist immer Dynamik, ist immer Bewegung. Es gibt also kein Leben ohne Bewegung. Und viele Menschen müssen lernen, dass diese Bewegung etwas Natürliches ist und nicht zwingend mit Stress zu tun hat, dass man irgendwas erreichen oder erzielen will, sondern dass dass die Freude und der Genuss in der Bewegung als solcher ist und sei es, dass man eben sich Wissen aneignen, mit dem man kreativ umgehen kann, vielleicht spielerisch ohne irgendeine Zielsetzung, dass man einen Beruf später ausüben kann. Man muss es ausprobieren, ne? Einfach ausprobieren und dann, glaube ich, kommt man, wenn man merkt, dass das etwas sehr Wohltuendes ist, diese Dynamik in sich zu verspüren, dass man wieder etwas neu verbinden kann, neu verknüpfen kann oder auch bauen kann, dann kommt man, glaube ich, weg von diesem reinen Konsumverhalten, dass man Dinge liest und für wahrnimmt und dann einfach weiterträgt, ohne drüber noch nachzudenken. Ja. Also da sehe ich, ich bin im Moment relativ positiv gestimmt, entgegen allem Augenschein. Aber ich denke, es läuft immer mehr darauf hinaus, dass die Menschen in ihre Selbstverwirklichung hineingeschoben und gedrängt werden. Und das ist erstmal eine Form der Bewusstseinserweiterung, die zwingend jetzt einsetzt. Ja, ich versuche ja mit meinen Vorträgen, mit der Führung der Schule, ich bin immer noch im Hintergrund da, die trägt ja noch meinen Namen, dabei, also diese positiven Gedanken, dass wir geistige Wesen sind, die hier eine Aufgabe haben, nämlich in den Körper in höhere Bewusstseinsstrukturen, unser Denken und so anzuheben, da sind und dass es sinnvoll ist, damit zu machen. Und ja. Ja, ja, du beschäftigst dich ja gerade ganz gezielt damit, ne? Also deine Channelings jetzt, du hast ein neues Buch in Vorbereitung. Vielleicht darf ich noch mal kurz hinweisen auf das, was du gerade herausgebracht hast. Das ist das Buch Die geistige Schöpfung des Lebens. Und da hast du zusammengefasst, was du an Kenntnissen aus der geistigen Welt von Oskar und Lehmann so zu hören bekommen hast und zugetragen bekommen hast. Und jetzt bist du einen Schritt weiter gegangen und beschäftigst dich zum Beispiel, nicht zum Beispiel, sondern als Zentrum dieses neuen Projekts mit den verschiedenen Dimensionen, ja. In denen sozusagen das Universum aufkommt. Ich habe gehört von einem Physiker und Mathematiker, dass er gesagt hat, wir können die Teilchenphysik nicht verstehen, wenn wir in unseren drei Dimensionen mit der Zeit bleiben, also mit dem Raum-Zeit-Kontinuum. Es muss mehrere Dimensionen geben. Und dann hat er mathematisch begründet, dass es 12 Dimensionen geben muss. Nun wusste ich schon immer, ich habe natürlich nachgefragt beim Geistfahrer, wo bist du denn eigentlich, im Himmel oder wie kann ich mir das vorstellen? Und dann haben die mir gesagt, nein, wir sind auf einer anderen Ebene. Aber das ist nicht die Ebene Gott, die ist noch eine Ebene darüber. Wir sprechen also immer von drei Ebenen. Und dann habe ich mir nachgefragt, wer hat denn dafür gesorgt und wie gesorgt, wie das Leben auf der Erde entstanden ist überhaupt. Und dann dachte er, gut, dann lass uns ein Buch draus machen, haben die mir gesagt. Und dann habe ich immer Fragen gestellt und haben sie mir erklärt, wie der Geist mit der Seele, da wurden erst die Seelen geboren, von Gott erschaffen oder vom höheren Bewusstsein, vom Weltengeist, oder wie wir das nennen wollen, aus den höheren Dimensionen, aus dem oberen Feld. Und da wurden dann in einen Bauplan umgesetzt, in den mittleren Feld. Und von da aus wurde dann die Information verdichtet in die Materie hinein. Und da wurden also erstmal am Anfang chemische Strukturen gesucht, in der man Bewusstsein installieren kann. Denn Bewusstsein kann man nur halten, wenn es irgendwo gespeichert ist. Sonst verpufft es ja, es ist weg. Wenn ich Gedanken nicht aufzeichne, mir nicht merke, ist er weg. Und also das ist so Bewusstseins- oder Gedanken, schöpferische Gedanken können ganz schnell verschwinden, wenn man sie nicht aufzeichnet oder im Gedächtnis verankert. Ja. Und so hat man mir erklärt, mussten die erstmal suchen, auf welche Bedingungen hier auf der Erde herrschen, auf der Urerde, das war alles nur Wasser und so ein Urtümpel, muss es so furchtbar gewesen sein, wie sie mir gesagt haben. Und dann haben sie nach Materialien gesucht, die geeignet sind,
dass man Bewusstsein speichern kann. Und das sind die gleichen Strukturen, die die Menschheit später auch entwickelt hat in den Chips. Es sind ja auch nur bestimmte Materialien, wenn die in einer bestimmten Anordnung sind, dann kann man dort, was man denkt, denken ist auch nur ein Gedankenprozess, dort speichern und abrufspeichern. Also man kann es wieder entnehmen. Das war die Vorstufe vom Leben überhaupt. Dass man also nach chemischen Verbindungen suchte, die diese Möglichkeit alles auf molekularer Ebene, auf kleinster Raum erstmal suchte. Und an und für sich entwickeln wir uns ja mit unserem jetzigen Denken und ganzen wissenschaftlichen Errungenschaften genau in die Strukturen hinein, die wir sind. Denn wir suchen jetzt schon nach Speichermöglichkeiten, die in der Cloud sind. Ja. Ja? Also in der Wolke, in irgendeiner Wolke. Ja. Das heißt, virtuell. Ja. Das heißt, wir versuchen sie schon woanders abzulagern, dass sie nicht mehr bei unserer Welt sind. Ne? Das wird auch, so wird es auch weitergehen. Also diese Dreiteilung des Lebens, die verwirklicht mir auch jetzt langsam. Wir gehen jetzt sogar ein bisschen zu früh nach meiner Ansicht vorwärts, indem wir unser Auftrag, den wir erhalten haben, Bewusstsein in der materiellen Welt zu installieren. Da gehen wir ein bisschen zu weit voran, dass wir jetzt von künstlicher Intelligenz sprechen, dass wir als den Maschinen überlassen. Wir sind leider nicht kreativ. Ne? Ja, leider ist das, was einmal gedacht ist, nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist so ein Spruch von Einstein, glaube ich. Was einmal gedacht ist, ist in der Welt. Das heißt, die KIs sind da und da geht es genau wie beim Internet dann darum, dass man sie zum Positiven nutzt und nicht negative Verwendungen zulässt und duldet. Ne? Also das wird unsere große Aufgabe auch sein in der Zukunft, das zu erkennen und zu verwalten und anständig damit umzugehen. Ja, die Gefahr besteht drin, dass wir denen untergeordnet sind. Ich sage es mal in der ganz primitivsten und einfachsten Form. Die künstliche Intelligenz, die lässt uns stramm stehen an der roten Ampel. Ne? Ja. Definitiv, ja. Das erlebt jeder, der viel mit Plattformen zu tun hat, ob er da was bestellt oder sonst was, vom Finanzamt bis hin zu Amazon und anderen, muss man genau das tun, was dort verlangt wird, sonst kommt man nicht zum Ziel. Ja. Das ist die Vorstufe natürlich der Diktatur von künstlichen Intelligenzen, die dann später einem das auch vorschreiben, was man deswegen sagt. Deswegen ist das Internet für mich Segen und Fluch zur gleichen Zeit. Ja, genau. Aber wir erkennen es, das ist die Hauptsache. Und wenn genug Menschen auf der Welt das erkennen, kann man auch gut damit umgehen. Aber ich möchte jetzt so zum Schluss kommen und sagen, dass wir Vertrauen haben sollten. Ja. Denn ich bin ja nun verbunden mit höheren Dimensionen. Und ich bekomme immer wieder gezeigt und gesagt, dass die Schöpfung, ob wir das nun Gott nennen oder kosmisches Bewusstsein, spielt keine Rolle, dass die Schöpfung uns liebt, weil wir wirklich Schwerstarbeit hier nutzen, als geistige Wesen in einen Körper reinzusteigen und mit dem ganzen Gemenge und Verquirlung der Gegensätze, die hier herrschen, da zurechtzukommen. Ja, das ist auch ein Phänomen, das muss man sich wirklich mal bewusst machen. Wir leben in einem Körper, wir sind nicht der Körper, wir leben in einem Körper und in der Regel funktioniert alles ganz, ganz wunderbar. Und wenn wir Symptome zeigen, dann sind das ja immer nur relativ kleine Ausfälle dessen, was im Grunde ideal und perfekt funktioniert und harmoniert. Obwohl Welten zusammenkommen, ne? Die materielle Welt und die feinstoffliche Welt. Also es ist ein Wunder. Wir verwalten sogar ein Wunder. Ne? Erleben. Das Wunder sind wir selbst, ne? Den Körper zu erhalten. Ja. Nicht über das Essen und Trinken, sondern überhaupt den ganzen Stoffwechsel zu erhalten, das Immunsystem, die Entgiftung zu steuern und alles, was dazugehört. Ja, du hast schon von der Blaupause gesprochen, die dem Ganzen zugrunde liegt. Ne? Und das glaube ich, gilt es in Zukunft noch weiter zu entdecken. Das wird die Blaupause sein, die es dann auch möglich macht, wahrscheinlich irgendwelche Gendefekte wieder rückgängig zu machen, weil man einfach eine Ebene des... Gendefekte sind für die geistige Welt überhaupt gar nicht. Also hat man mir sogar erklärt, wie das funktioniert.
Ach ja. Ja, weil die Gäder sind, kann man schalten, die kann man ein- und ausschalten. Ja. Und Aha. die geistige Welt kann das klick, klick, klick und dann sind plötzlich gehen Probleme aufgehoben. Super, das gibt jetzt Millionen Menschen Hoffnung. Ja. Ja, aber da müssen wir hineinwachsen. Und wie gesagt, die Zulassung für diese Wunderheilungen ist immer, es muss eine bestimmte spirituelle Entwicklung im Menschen sein. Er muss also Vertrauen haben, dass es etwas Schöpferisches gibt, egal welcher Religion er hat. Oder er sollte einen Glauben haben daran, dass es das gibt. Dann sind die Zulassungen da. Aber warum das so ist, dass einige das nicht in Genuss von Geistheilung kommen und andere ja, das wäre mal ein ganz anderes Gespräch, denn da müssten wir über die Reinkarnationserfahrung sprechen und überhaupt mal erstmal fragen, warum ist das so? Warum gibt es so viele gute und so viele schlechte Menschen? Warum sind wir nicht alle gleich? Sind wir alle Menschen? Warum haben wir so große unterschiedliche Eigenschaften, die uns liebevoll erscheinen lassen kann oder böswillig? Ja, das finde ich sehr spannend. Das sollten wir uns mal merken, im Hinterkopf behalten für ein weiteres Gespräch. Vielleicht ist das ja schon das richtige Thema für den neuen Channeling-Kongress, der auch dieses Jahr wieder im Oktober stattfindet. Und ich denke, in der einen oder anderen Form, wir werden dich jedenfalls ansprechen, hoffe ich, dass du dann auch dabei sein wirst. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Möchtest du noch irgendetwas zum Abschluss sagen? Sonst würde ich jetzt mal so langsam rausglitschen aus dem Gespräch. Ich kann nur jedem empfehlen, Vertrauen in die Zukunft zu haben. Ja. Die Menschheit stand immer wieder an schwierigen Knackpunkten, wo alles scheinbar drunter und drüber geht und wir sind wieder an einem Knackpunkt. Aber im Endeffekt entwickelt sich alles in die richtige Richtung. Denke ich auch. Lieber Horst, es war wieder mal eine Wonne, mit dir zu reden. Es ist immer wieder so erhellend. Es kommen immer wieder so viele neue Facetten hervor, mit denen ich selbst gar nicht gerechnet habe bei der Thematik. Also vielen herzlichen Dank dafür, Das ist dass mein Leben. Ich bin da. Ich bin ein von der geistigen Welt als Lehrer eingesetzt worden. Ja, definitiv, das merkt man, das spürt man. Das ist auch der Grund dafür, warum es eine Schule gibt, warum das weitergegeben werden kann an dieses Wissen, nicht nur an Dozenten, sondern Ja, auch an und die die Hilfe, die wir alles Teilnehmer. bekommen haben, denn man darf nicht vergessen, der Geistheiler, der bei uns die Schule oder der Mensch, der die Geistheilerschule besucht hat und ausgebildet ist, das dauert etwa durchschnittlich 2,5 Jahre, der hat einen Beruf, der kann eine Praxis aufmachen. Wir haben durchgesetzt 2004 beim Bundesverfassungsgericht, da wir verstehe ich die Vereinigten oder Dachverband für geistiges Heil, wo ich und die Schule mit drin waren. Und die haben aber beim Bundesverfassungsgericht durchbekommen, dass wir ein freistehender Berufsverband sind. Ja, und dass wir also damit auch praktizieren dürfen. Und das ist Wir so dürfen nur wichtig. keine Rezepte ausstellen und nicht schulmedizinisch oder sonst wie arbeiten. Ja, aber das ist so wichtig, denn Heiler sind jetzt nötiger denn je in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, weil alles das, was wir im letzten Zeitalter erlebt haben, das jetzt gerade wechselt, das muss jetzt aufgearbeitet werden, ne, auf allen Angst und Ebenen. Depression und anderen furchtbaren psychischen Störungen, da sag ich immer, da hilft keine Pille und auch kein Heizkissen. Genau. In dem Sinne, lieber Horst, ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit im sonnigen, wonnigen Teneriffa auf der Insel. Auch wenn es da jetzt gerade ein bisschen bedeckt ist, hast du gesagt, aber Oh, warm. das ist normal, da sind wir zufrieden. Wenn die Genau. Sonne, kriegen die Pflanzen keinen Sonnenbrand. Richtig. Also nochmals ganz herzlichen Dank dir dafür, dass Danke. dieses Gespräch stattfinden konnte und dass das so wundervoll gelaufen ist. Und den Zuschauern ganz herzlichen Dank dafür, dass sie sich das hier angesehen haben. Und ja, diese Folgen von Im Gespräch mit, die kommen ja bekanntlich regelmäßig und werden dann entweder moderiert vom Kai Tittelmeier oder von mir. Wer davon noch mehr sehen möchte, neue sehen möchte, erfahren möchte, was demnächst da so vorgesehen ist und was da so kommt, der möge bitte seine E-Mail-Adresse hinterlassen auf www.channeling-portal.de. Und ja, dann wird er informiert darüber, was denn da demnächst gratis alles
präsentiert wird. Ist alles gratis, wie gesagt. Es geht uns darum, diese Informationen, wie sie zum Beispiel jetzt hier in dem Gespräch aufgetaucht sind und vermittelt wurden, wirklich zu vermitteln und den Menschen zu helfen, in eine größere Harmonie mit sich selbst zu gelangen, indem man wirklich auch die Möglichkeit zur Anbindung erfährt. Denn wenn man angebunden ist an die geistige Welt, dann fällt einem alles viel, viel leichter. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine wundervolle Zeit. An Horst, an euch, an alle, die dies hier sehen. Bis demnächst. Wundervolle Zeit. Seid gesegnet.